Benny Gantz, zentrales Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, hat seinen Rücktritt angekündigt. Letzari, Netanyahu monea mitanu litkadem la nitzachon amiti shehu ha-hatzdaka la mechir ha-kohev va-mitmashech. Lachen, anachnu ozvim hayom et memshelet ha-chirum. Belev kaved, ach belev shalem. Der Rücktritt stellt keine unmittelbare Bedrohung für Ministerpräsident Netanyahu dar, der immer noch eine Mehrheitskoalition im Parlament kontrolliert. Der israelische Regierungschef wird jedoch stärker auf seine rechtsextremen Verbündeten angewiesen sein. Gantz sagte, Netanyahu mache einen totalen Sieg unmöglich und die Regierung müsse die Rückgabe der am 7. Oktober von der Hamas ergriffenen Geiseln über das politische Überleben stellen. Der populäre ehemalige Militärchef trat Netanyahus Regierung kurz nach dem Hamas-Angriff bei.